Hallo Freunde und willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play Age of Empires 3. Wir sind schon hier in der nächsten Mission, die ich leider per Namen nicht kenne, wird aber gleich hoffentlich nochmal angezeigt. Die Cherokee wurden abgewehrt und John und Kanyenke sammeln ihre Männer in der Kolonie und bereiten sich auf den Gegenangriff vor. Die Jagd, da haben wir es doch. Sammle die Männer. Wir verfolgen die Cherokee. Neffe, du wirst dafür bezahlt, die Kolonie zu beschützen. Wenn die Cherokee ihr Dorf erreichen, kehren sie mit Verstärkung zurück. Wir müssen sie auf eigenem Boden angreifen. 6 von euch bleiben hier, um die Verwundeten zu schützen. Der Rest kommt mit uns. Alles klar, dann jagen wir die Mistkerle. Seltsame Bündnisse. Ich befürchte, dass sich weitere Krieger in den Lagern sammeln. Dann sollten wir sie vielleicht dort angreifen. Stuart, du bleibst mit den Frauen hier. Oh, ja, ich glaube, hier bin ich am nützlichsten. Sehr gut. Das heißt, muss ich mich jetzt trotzdem um die Wirtschaft kümmern? Ich hoffe nicht. Okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Zerstören Sie die Kriegshütten. Okay, fangen wir hiermit an. Komm, mach den linken, genau, down und zack. Sehr gut. Und jetzt wird das Ding hier niedergebrannt, niedergefackelt. Blöden Cherokees. Soldat! Gott, wieso kommen denn da jetzt so viele raus? Komm schon! Sehr gut. Wir haben auch wieder unsere Shots übrig. Da ist noch irgendwo einer. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben die erste Hütte down. Sehr gut. Können wir uns jetzt direkt um die nächste kümmern. Ich hoffe, ohne viel zu große Gegenwehr. I'm going now. Sehr gut. So kann man natürlich immer schön welche rauspicken mit diesen Shots. Der hier lädt sich sogar recht schnell auf vom John. Also einzelne starke Einheiten. Oh, ja gut. Ah, der braucht noch ein bisschen. Aber wir können weitermachen. Oh Gott, das sind wieder neue. Komm schon. Den einen da noch. Sehr gut. Jetzt noch die Verteidigungsanlage kaputt machen. Komm schon. Sehr gut. Das ist das Ende der Kriegshütten. Mal sehen, ob sie bereit sind, diese Angriffe abzublasen. Bringen Sie John zum großen Cherokee-Dorf, um einen Frieden auszuhandeln. Bin ich ja mal gespannt, ob die da... Erst zerstören wir die Hütten und jetzt wollen sie Frieden versuchen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ob die das einfach so mitmachen? Irgendetwas stimmt hier nicht, John. Ein Hinterhalt! Das sind britische Schützen. Warum greifen sie ihre eigene Kolonie an? Das erklärt die Kanone der Cherokee. Sie haben sich mit den Briten verbündet. Oh nein. Findet ein Mitglied der Black-Familie und tötet den Rest. Ach du Scheiße.
Sir, britische Fregatten beschießen das Fort. Stuart braucht Ihre Hilfe. Reite zurück und sage Stuart, dass wir tun, was wir können. Wir haben unsere eigenen Probleme hier. Ja, Sir. Mein Gott! Britische Truppen! Hier! Langsam sollten wir uns darüber unterhalten, wo sich der Brunnen befindet. Gute Güte! Was ist hier? Yes. Bringt diesen Planwagen in Sicherheit. Wir können mit ihm ein neues Dorfzentrum aufbauen. Yes. Okay, wir sollen jetzt eine neue Kolonie gründen. Können wir denn trotzdem jetzt Schiffsladungen hier anfechten? Anscheinend. Dann können wir schon mal... dieses hier machen. Dass wir direkt mehr sammeln. Wir haben unsere kleine Verteidigung. Ihr geht jetzt dahin. Zwei an Holz hacken. Und zwei Münzen sammeln. Und dann müssen wir ein paar neue Dorfbewohner bauen. Und vielleicht auch die Sämaschine mal anschmeißen. Was haben wir hier noch? Lebenspunkte erhöhen. Münzen schneller sammeln. Holz schneller sammeln. Fleisch. Aber er legt da Tiere. Ist ja blöd. Dorfbewohner sammeln Holz schneller. Sammeln Münzen schneller. Okay. So, wir brauchen ein paar mehr Nahrungseinheiten. Wir müssen auch gleich dann... ja, ich wusste es. Dafür sorgen, dass wir uns hier verteidigen. Curry Winters. DK, ihr Kartoffel. Stopp, 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 stopp. Sehr gut. So, da ist wieder einer dazugekommen. Direkt an die Mine. Vielleicht sollten wir hier auch eben einen Außenposten bauen. So dazwischen. Pam! Direkt weggefetzt. Gleich kriegen wir auch auf die Schnelle zwei neue Dorfbewohner. Oder Einheiten. Muss ich mal überlegen, was ich da mache. Ich tendiere gerade fast zu Einheiten, aber erstmal Dorfbewohner. Komm, bau schneller, du Nudel. Da ist auch noch ein Schatz. Commandant? Yes, I'm going now. Right. Hey. Was soll das? I'm ready. I'll do it. Right. So, hol dir mal den Schatz. Ah, genau, unser Häuschen steht, das ist sehr gut. Und wir haben 70 Nahrung bekommen, sehr geil. Das ist fast nochmal ein kompletter Dorfbewohner. Wir müssen doch jetzt gleich sowieso noch Nachschub bekommen, oder? Da fehlen doch noch die zwei. Hier oben wären Außenposten ziemlich geil, aber dann kommen die von hinten. Ah ne, da kommt man gar nicht drauf. Schade. Da sind sie doch. Wie viele sind hier jetzt? Fünf? So, Holzen. Nein, wir machen hier noch einen Außenposten hin. So. Okay. Dann haben wir genügend an Nahrung. Hier können wir noch mehr weiterentwickeln. Viel schneller. Münzen viel schneller. Ziemlich cool. Hä? Ah, hat sich schon direkt gelohnt. Ready. Ready. Wir brauchen auf jeden Fall Holz schneller. So. Es hat sich gelohnt, da oben direkt so einen Außenposten hinzubauen. Dann sind wir schon nicht vorbeigekommen. Sehr gut. So war das gedacht. Und du auch Holz. Wir müssen hier erstmal das Holz wegkriegen. Oh, ich muss noch mehr bauen. So, du gehst auch an Nahrung. Gold geht gerade so. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was unser Ziel denn eigentlich ist. So.
Gründen Sie eine neue Kolonie und schlagen Sie die Briten. Das ist nicht viel. Briten schlagen. Okay, 1200 Nahrung und 1000 Gold brauchen wir. Dann müssen wir noch zwei an Nahrung schicken. Wir haben gleich nochmal zwei Dorfbewohner. Dann schicken wir noch ein paar an Gold. Allerdings müssen wir bald diese Silbermine nehmen. Hier unten war wieder ein roter, ich habe es genau gesehen. Okay, wir machen jetzt erstmal noch zwei an Nahrung. So. Wir können natürlich auch hier rüber da gehen, ne? Aber egal. Wobei, das ist ja eigentlich Blödsinn, weil das sind doch 300 Nahrung, ne? Kann man doch viel mehr mit anfangen. Warum ist schon wieder ein roter? Ich nehme mal die 300 Nahrung. So, da kann noch einer dran. Dann ist die Mühle voll belegt. Die ist unendlich, oder? Ja. Nahrung unendlich. Das ist sehr gut. Dann holen wir uns noch ein paar Dorfbewohner. Für Holz und Gold. Du bist an Holz. Gold müssen wir auch noch ein bisschen schneller machen. So. Können wir noch einen Dorfbewohner bauen. Gleich kommen ja eh wieder 300 Nahrung. Und dann müssten wir so unsere Grundstruktur aufgebaut haben und dann sollten wir anfangen, Einheiten zu bauen. Da sind sie schon, die Nahrungskisten. So, der müsste direkt anfangen zu sammeln. Ja. Sehr gut. Wir holen uns dann gleich hier ein paar Einheiten dazu. Und vielleicht kriegen wir auch nochmal eine Einheit dazu, wenn wir uns weiterentwickeln in der Zeit. Komm, hier Nahrung sammeln. Das macht ihr aber fein. Und danach geht's an Holz. Zack. Und du gehst noch an Gold, dann brauchen wir noch einen an Gold. Und dann sollten wir es soweit eigentlich haben. Vom Grundaufbau. Dann baue ich noch einen. Kann ich schon mal bauen. Noch einen Dorfbewohner, den wir zum Bauen haben, damit wir nochmal ein Häuschen bauen und vielleicht auch so ein paar Einheiten. Aber hier die Versorgung scheint so zu funktionieren. Können wir noch die Dorfbewohner stärker machen, das spare ich mir jetzt aber mal. So, den nehme ich jetzt direkt zum Bauen, dann können wir nämlich schon mal erstmal eine Kaserne bauen. Die setze ich mal hier hin. Ah, da wollte der nächste schon wieder rein. Und. Oh, da schießt er nicht mehr, oder was? So, da ist der. Der da oben hinkommt. Ich kann hier gleich auch schon direkt mal einen Außenposten hinbauen, hier an die Stelle, damit die Leute dann geschützt da auch hinkommen, wenn ich sie denn dann da brauche. So, die Kaserne baut da hin. Sehr gut. Jetzt können wir dann mal eben hier einen Außenposten noch hinbauen. So. Und jetzt müssten wir doch 1200 Nahrung brauchen wir, alles klar. Das Gold haben wir. Die Nahrung haben wir jetzt auch gleich. Na komm. Spielübersicht, sind nur wir. Die 1200 Nahrung, da sind sie. Schutzschilde und Indianerspeer. Ein Kaperschiff, ja, mit dem Schiff können wir nichts anfangen, müssen wir das nehmen. Der Außenposten ist auch gleich fertig und wir haben hier das neue Ding. Holen wir uns direkt erstmal 300 Nahrung.
Die ist ja jetzt gerade flöten gegangen. Och nö, die Folge ist schon vorbei. Ach, so ein Mist aber auch. Aber hey, du kannst hier auf jeden Fall auf die Playlist drücken und dann siehst du, ob die neueste Folge schon längst da ist oder du drückst den Abonnieren-Knopf, denn falls die neueste Folge nicht da ist, möchtest du bestimmt informiert werden, sobald die neueste Folge auf dem Kanal erscheint. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast und dir das Video angesehen hast. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, Feedback gibst und sagst, was ich besser machen könnte oder eben auch gut gemacht habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!